Hey, ich bin der Markus. Ich bin heute im Taunus unterwegs. Das ist wirklich hier mein Heimatgebiet, wo ich sonst mit meinen privaten Bikes auch viel unterwegs bin. Aber heute habe ich ein Fahrrad gestellt bekommen, und zwar das Highbike Xduro Hardline Carbon 9.0. Dem werde ich jetzt mal wirklich auf den Zahn fühlen. Das Teil werde ich hier einige Strecken hochjagen und dann ein paar Trails runter. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze schlagen wird. Ich komme hier erstmal zu ein paar Uphill-Sektionen. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich der Motor einbringen wird. Ich habe hier den Bosch Performance Line CX Motor verbaut. Dessen maximales Drehmoment liegt ja bekanntlich bei ganzen 75 Newtonmetern. Das heißt, der wird mich hoffentlich ganz schön voranbringen, so dass ich schneller unterwegs bin als mit meinen eigentlichen Bikes, wo ich eben keinen Motor habe. Des Weiteren habe ich hier das Bosch Powerpack 500er verbaut, den Akku mit 500 Wattstunden Kapazität. Das verspricht mir wirklich eine lange Tour. Und am Lenker habe ich das Bosch 9 System mit dem super übersichtlichen Display. Ich hätte hier ja sogar ein Navigationsgerät. Da ich die Strecken aber größtenteils schon kenne, werde ich im Ride Display zeigen, wo mir alles übersichtlich angezeigt wird. Da es jetzt erstmal vornehmlich bergauf geht, komme ich nochmal zum Antrieb. Das Besondere ist hier, ich habe hier eine 1x11 Schaltung mit dem Shimano Deoro XT Schaltwerk. Hier natürlich auch dem XT Schalthebel. Die Kassette hat eine Abstufung von 11 bis zu 46 Zehen. Das heißt, ich habe hier wirklich ein super großes Ritzel hinten und somit wirklich einen super leichten Gang, wenn es mal super steil bergauf geht. Ich bin mal gespannt, ob ich hier alles problemlos hochkomme und vor allen Dingen wie schnell. Aber ich würde fürs Erste sagen, genug geredet. Jetzt kommen wir zu den ersten Fahreindrücken. Und schon bin ich oben angekommen. Ich habe mal ein paar verschiedene Streckensektionen eben eingebaut. Vor allen Dingen Waldautobahnen. Das hat mich interessiert, wie sich da der Turbo und der Sportmodus schlägt. Da bin ich super schnell vorangekommen, bin hier mit 25, 26 den Wald hochgeflogen. Und mich hat es aber auch interessiert, wie sich so ein E-Bike, speziell hier das Highbike, schlägt, wenn es mal ein bisschen kniffliger wird und man auch mal ein bisschen gerölliger hochfährt oder auch mal ein paar Baumstämme im Weg sind, kleinere Baumstämme natürlich. Da habe ich festgestellt, macht es wirklich Sinn, eine etwas geringere Unterstützungsstufe zu fahren, da wenn man im Turbo-Modus zum Beispiel fährt, da liegt ja das maximale Drehmoment Unterstützung bei 75 Newtonmetern, und da kann es wirklich passieren, wenn ihr da so einen Schub bekommt, dass ihr Traktion verliert. Da bin ich dann eher im Eco- oder im Tour-Modus hochgefahren, konnte so schneller fahren, als wenn ich jetzt ohne E-Bike unterwegs gewesen wäre. Teilweise waren da auch Stellen dabei, wo mich der Motor wirklich super vorangebracht hat. Und da fiel es mir auch deutlich leichter, hier mit einem E-Bike hochzufahren. Aber dadurch, dass das maximale Drehmoment da nicht ganz so hoch war, konnte ich auch die Traktion behalten, was eine tolle Sache war. Also Uphill-Flow habe ich hier tatsächlich zu spüren bekommen. Jetzt geht's bergab. Ich muss ja sagen, zur Sitzposition, die ist da ja sehr, sehr wichtig. Ich habe hier einen Lenker, der ist 710 mm breit. Der hat mir auch bergauf schon eine Menge Kontrolle gegeben. Wir haben ja den eher geslopten Rahmen. Generell hat sich das Fahrrad sehr mittig zentriert angefühlt. Ich bin gespannt, wie sich das bergab jetzt fahren lässt. Bergauf war das schon eine super Kombination. Besonders interessieren mich hier auch die Magura MT6 Bremsen. Vorne habe ich eine 203er Scheibe, hinten 180er. Das verspricht ja schon eine Menge. Und die Fox Flow 32 Performance Federgabel, die hat 100 mm Federweg, ist also eine klassische Cross-Country-Marathon-Gabel. Ich bin mal gespannt, wie die sich anfühlt, wie feinfühlig sie ist. Wir haben hier ja auch noch den Grip-Hebel mit den drei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt ja die Gabel offen, halb offen oder gelockt fahren. Ich persönlich fahre die Gabel meistens offen, außer auf Waldautobahnen, da kann sie dann
auch ruhig mal gelockt sein, wenn jetzt keine Hindernisse im Weg sind. Aber jetzt bergab werde ich die Gabel selbstverständlich offen haben. Jetzt bin ich echt entspannt. Das war mal eine ordentliche Tour. Und ich glaube, ich konnte einen richtigen Eindruck gewinnen, was mit dem Rad alles geht. Ich komme erstmal zu den Bremsen. Die Magura MT6 Bremsen haben eine sehr solide Arbeit geleistet. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass sie mich wirklich sehr sicher verzögern. Und die Fox Flow 32 Performance Gabel hat zwar nur 100 mm Federweg, ist ja ein klassisches Cross-Country-Marathon-Bike, so wie das hier dasteht, nur natürlich als E-Bike-Variante. Aber die 100 mm Federweg werden wirklich super ausgenutzt. Gerade auch kleinere Schläge werden wirklich weggebügelt, so wie es halt mit einer 100 mm Gabel auch möglich ist. Und gröbere Schläge werden auch noch weggenommen. Natürlich könnt ihr damit jetzt nicht unbedingt in den Bikepark fahren oder so, aber gerade für Singletrails, da ist das Fahrrad wirklich eine Wucht. Das macht super Spaß. Durch das Gewicht hier am Tretlager, den Motor und auch den Akku liegt das Fahrrad wirklich sehr spursicher, sehr mittig zentriert, ist dadurch aber auch nicht ganz so agil. Je nachdem, wie sicher ihr euch auf einem Fahrrad fühlt, kann euch das aber auch zusätzliche Sicherheit geben. Und ich persönlich habe mich auch sehr schnell in dieses Fahrempfinden hereingefunden und dann hat das Ganze auch wirklich Spaß gemacht. Auch die Geometrie war jetzt auf den Trails bergab wirklich super. Ich kam damit richtig gut zurecht. Ich konnte damit ordentlich Gas geben. Mir hat es wirklich Spaß und Laune bereitet, das Bike. Und ich glaube, man kriegt hier wirklich ein faires Bike, was super direkt ist und gerade für Cross-Country- und Marathonfreunde, aber auch für Tourenfreunde wirklich Spaß liefert. Wenn ihr damit aber in super grobes Gelände gehen wollt, dann solltet ihr euch da im Klaren sein, dass es immer noch ein Hardtail ist. Es ist kein Fully. Das ist wirklich sehr direkt. Ihr spürt jeden Schlag. Ihr müsst wirklich saubere Linien fahren, um damit schnell fahren zu können. Sonst kann es euch natürlich schnell mal vom Trail und aus eurer Linie raushauen, da dieses Fahrrad auch nicht viel verzeiht. Auch der DT Swiss Laufradsatz, der hat sich wirklich sehr verwindungssteif angefühlt. Der hat genau das gemacht, was ein Laufrad machen soll. Der war super. Das Einzige, was mir jetzt nicht ganz so gefallen hat, war jetzt mit den Schwalbe Rocket Ron Reifen. Ich hätte vorne vielleicht einen Reifen genommen, der einfach noch mal ein bisschen mehr Traktion bietet, sodass man in den Kurven mehr Druck geben kann. Aber wenn ihr jetzt nicht ganz so viel im Trail unterwegs sein wollt, dann ist das Fahrrad, denke ich mal, genau das Richtige für euch. Generell lässt sich sagen, das Teil wiegt unter 20 Kilo, was für ein E-Bike ja natürlich ein super Gewicht ist. Der Rahmen wurde gefertigt aus Carbon, ist richtig gut verarbeitet, natürlich auch mit den innen verlegten Zügen. Das sieht wirklich super aus und sorgt einfach auch dafür, dass euer Fahrrad aufgeräumt ist und ihr euch super wohl darauf fühlt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Fahrreview. Dann lasst uns doch einen Daumen da, über einen Kommentar würden wir uns auch freuen. Und natürlich abonniert uns. Bis bald, euer Markus von Fahrrad XXL.